Oh nein, nicht schon wieder. Entschuldigung, ich bin gestolpert. Bist du bereit, die Athena zu vernichten? Überhaupt nicht, denn ich weiß nicht, wie die Kriege funktionieren. So. Ich bin bereit für den Krieg. Da würfelt er wieder. Hat Pasch 2. So, probieren wir es mal. Wurde ich einfach von einem erbärmlichen Pfeil niedergestreckt. Obwohl ich gerade den Anführer so schön in den Kopf gejagt habe. Ein Vorreiter für Sparta! Für Schottland! Wo ist der Dicke? Da ist der Dicke. So. Ja, was sind die Herrschaften? Ah, jetzt haben wir einen neuen Dicken. Oh, du Scheiße. Ach. So, der Dicke ist weg. Mal gucken, wo der nächste Dicke steckt. Ich versuch's jetzt mal so. Hallo, 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 hallo. Ein Nummer Dickmann hier bitte. Da ist der nächste Dickmann. Oh, ich hab nichts mehr frei. Scheiße. Da, Jungs. Ciao, Jungs. So. Ein Ding jetzt haben wir wieder frei. Also ein... Hallo. Ah, super, Dickmann ist jetzt mit dabei. Da, Jungs. Ciao, Jungs. Ich habe das Gefühl, wir erreichen gar nichts, wenn ich da oben die Balken so sehe. Wir ziehen jetzt zwar die ganzen Hauptmänner raus, aber irgendwie scheint das nicht viel zu bringen. Das wollte ich gar nicht. Oh nein, jetzt habe ich drei am Arsch. Oh, das ist so lästig. Das ist ja mega lästig. Yeah!
Ja, ich glaube, das war's. Oder? Ja, das war's. Oh, Gott sei Dank. Acht Soldaten getötet, 5 Hauptmänner getötet. Wie habe ich die 8 Soldaten getötet? Ich weiß überhaupt nicht, wie das... Okay, habe ich gemacht, klar, sicher. Habe ich, war kein Problem, war easy going. Puh. GG easy first try. Der Wolf verlangt, den Söldling zu sehen. Wir werden gleich bei ihm sein. Bei allem Respekt, er wünscht, den Söldling alleine zu treffen. Was? Oh. Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso. Das waren seine Befehle. Nun gut. Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern. Er ist nicht amused. Huch! Wo kommen die denn auf einmal her? Boah, Level 10! Und die stehen alle Spalier. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Lass den Wolf nicht warten! Ja, ich gehe jetzt auch nicht ins Menü zum Leveln, sondern ich lasse den Wolf nicht warten. Ah, und da vorne ist wieder einer unterwegs gerade. Nur mal kurz gucken. Da hinten müsst ihr rennen. Da ist er. Astrabios der Verbannte. Und da läuft er direkt mir jetzt hinterher hier. Na gut, wir gehen aber erstmal da oben hin. Vielleicht gibt's ja wieder eine lustige... Also Gott. Ja. Was soll ich überhaupt sagen? Vergiss nicht. Das ist der Vater, der dich verstoßen hat. Wer hat ihn getötet? Genau das. Du bist also der Held, dem wir den Sieg verdanken. Sag mir deinen Namen, damit ich dich als Krieger würdig empfangen kann. Here, Pater. Es ist lange her. Unmöglich. Ich sah dich fallen. Ich bin nicht gefallen! Du hast mich in den Tod geschickt! Ich tat, was von mir als Spartiaten erwartet wurde. Ich habe meinen Frieden gemacht. Mach du den deinen. Du warst mein Vater. Du hättest mich beschützen müssen. Du warst leichtsinnig. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich habe meine Schwester beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Cassandra sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Genug! Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Alexios. Ich lebe und sterbe als Spartiat. Es winkt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Bist du deshalb gekommen? Scheiße. Ich bin hier, um mich zu rächen. Damit würden wir ihn sofort umbringen. Und es wäre eine verdammt coole Szene, weil er steht gerade oben an der Klippe. Das war im Trailer, glaube ich, ne? Er steht oben an der Klippe und dann BÄM! Für Sparta! Sandale! Boom! Und Vater fliegt die ganze Klippe runter. Wäre voll geil. Aber ich kann es nicht machen. Ich kann es einfach nicht machen. Ich würde es furchtbar gerne machen. Ich würde diese Szene auch gerne sehen. Ob ich dann laden kann? Wahrscheinlich nicht. Er speichert ja automatisch hinterher. Warte, kann ich hier nicht speichern schnell? Entschuldigung. Bluteffekte? An, okay.
kann gerade nicht speichern. Schade. Ach, naja. Du hast dich lange genug gedrückt. Jetzt wirst du dich verantworten. Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich und deine Schwester, als wärte die meinen gewesen. Aber das wart ihr nie. Was meinst du? Das ist eine Frage. Die musst du deiner Mutter stellen. Warte. Finde deine Mutter. Sie finden? Wo Murina auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Meide die Schlangen im Gras, Alexios. Ich muss von hier verschwinden. Ich sollte zurück zu Barnabas. Nikolaus Schwert, neue Gravur freigeschaltet, plus 20, Nikolaus. Okay, ich muss ganz kurz das Schwert und so, Level 10 ist das nur. Was hat denn der für Billo-Sachen, der Vater? Der lebt schon 1000 Jahre und kommt ja mit so einem Level 10 Schwert an. Oh, Kopfhaar, Attentatsschaden, Kriegerschaden, kritischer Schaden, 152. Gut. Aber den würde ich trotzdem gerne behalten, den Kopfhaken. Die beiden hier, kommt sofort in die Tonne. Das kommt alles sofort in die Tonne, das will ich alles gar nicht haben. Level 9er Dolch brauchen wir auch nicht. Oh, warte, Hyrkanus Dolch, der ist... Eigentlich brauchen wir den auch nicht. Wir können den mal verkaufen. Komm, die blauen Sachen verkaufen wir, oder? Das bringt ein bisschen mehr Kohle, glaube ich. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Normale Pfeile. Level 8 haben wir hier immer noch. 110 GPS. So, 138. 138 ist alles 138. Kriegerschaden, Kriegerschaden. Ich nehme Attentatsschaden, weil ich das am meisten mag. Und der wird auch verkauft. So. Und der hier, ja, Bogen gewöhnlich. Ich glaube, da brauchen wir nur einen von, ne? Jägerschaden. Den können wir auch schon zersemmeln. So. Beinschienen. 27er Rüstung, 32, 32. Oder? Kriegerschaden. Da ist hier. So, was haben wir hier? Eine schöne Unterhose mit Level 73. Kriegerschaden und Chance auf kritische Treffer. Und hier haben wir was? Kriegerschaden, Gesamtrüstungswert. Das finde ich halt echt schön. Aber 5%... 2% Gesundheit ist natürlich auch cool, aber letzten Endes... hilft ja nichts. So, was haben wir hier? Ein paar Flüge. Wir haben momentan das hier. 27er Rüstung. Oh, es hat sogar noch mehr Rüstung. Attentatschaden, Kriegerschaden, Gift, Brandwiderstand hätten wir brauchen können. Und hier Kriegerschaden und Gesundheit. Ich nehme mal die. Die sind legendär. Okay, dann haben wir ja noch einen albernen Deckel auf gerade. Und jetzt haben wir natürlich, haben wir den Hut vom Vater? Athena Siegeshelm. 51er Rüstung. 45, 41. Ist auch Schnieke. Der wird zersemmelt gleich. Okay, eine Brustmuskulatur haben wir leider nicht neu. Und leider auch immer noch keine Farben für unser Pony. Schade.
Ja, natürlich. Wo ist er denn? Ach, da unten. Gottes Willen. Müsst ihr mir nicht alle helfen? Ah, nee, nee, Spatiaten. Nee, müssen sie nicht. Ist ja mein Kampf, meine Ehre. Also, hätten wir den Vater runtergetreten, hätten wir nie das Geheimnis mit der Mutter erfahren. Wollte ich nochmal ganz kurz sagen. Also, im Grunde genommen war es doch ganz gut, dass wir uns dagegen entschieden haben. Der ist Level 7, also den kriegen wir bestimmt hin. Also, erstmal anders bequemer hinsetzen. Muss man nicht nochmal ein leckeres Getränk meiner Wahl holen. So. Dann wollen wir mal. Let's go, Ghostbusters. Let's go, let's go. Dein Kopf ist... Was ist mein Kopf? Habe ich mal gemacht. Astrapios der Verbannte ist besiegt. Wir haben noch gar nicht geguckt, wer das überhaupt ist. Einer ist noch unentdeckt. Astrapios wurde wegen seiner radikalen Idee aus seiner Heimat Pagai verbannt. Er verirrte sich in den Ebenen und eignete sich zu einem eigenen Schutz todbringende Fähigkeiten an. Auf der Suche nach einer neuen Heimat reiste er von Ort zu Ort. Wer weiß, ob er sie je gefunden hat. So, Alexios steht immer noch hier, aber langsam, oh, es wird ein richtig, der ist noch unentdeckt, wird eine richtig schöne Galerie hier. Wir kriegen die alle offenbar. Also, ich bin ganz ehrlich, in Origins hatte ich mit denen immer Probleme. Hier geht's momentan. So, ist mir ist keiner böse, dass der Wolf weg ist, oder? Das ist nämlich mein Vater. Den ich hasse. Aber keine Ehre liegt auf dem Feld der Rache. Dach, 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 Dach. Der Geruch von Frühling liegt in der Luft. Er erinnert mich an Sparta. Ah, wundert mich nicht. Hier ist auch Zeltlager von den spartianischen Ferienfreunden. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Kopfgeld ist immer noch auf uns ausgesetzt und ich glaube, wir werden das nicht los, wenn wir weiter so machen. Einen Fähigkeitenpunkt haben wir und wir können jetzt hier oben präzises Attentat mit tödlicher Präzision aus. 200% Attentatsschaden. In Reichweite und außerhalb eines Konflikts. Ein Angriff mit einem einzelnen Schlag, der die ganze Kraft von Leonidas Speer bündelt und im Kampf 60% Attentatsschaden macht. Rufe einen deiner Bootsleute, damit er deine Gegner für mindestens 30 Sekunden abhält. Ablenkt. Auch cool. Die Benommenheit. Okay. Ich würde gerne tatsächlich mehr hier auf die Schleichsachen, die würde ich gerne skillen. Weiterhin. Oh, jetzt können wir auch hier verbessern. Mit einem Punkt natürlich. Um 20% erhöht. Also Schleichschaden oder Attentatsschaden würde ich gerne weiterhin machen. Und natürlich auch Verkloppungsschaden. So, dann lass uns noch mal ganz kurz gucken, was steht denn aktuell hier gerade an. So. Das Piratenleben haben wir. Sie wollen Blut sehen. Auf nach Pokis. Okay, 1000 Meter. Ja, mach ich jetzt mal Pokis hier. Machen wir erstmal die Hauptquest ein bisschen. Ach, schön. Oh. Und weißt du was? Nebenbei. Haben wir noch welche? Da hinten, ja, da kloppen die sich wieder. Ist aber nicht mein Problem. Nebenbei würde ich hier gerne... Ach, guck mal, hier waren wir auch schon. Die Banditen haben aber respawned, wenn ich das richtig sehe. Ich würde gehen nebenbei ein bisschen Olivenzweige knacken. Hier zum Beispiel. Ich knacke meinen Palmin, knack, knack. Na, hier ist ja was los. Ich komme. Ich eile dir hinterher. Ich bin kein Stalker. Ich betone, ich bin kein Stalker. Entschuldigung, ich bin Stalker. Hier ist noch eine Kiste, aber das ist mit Klauen. Ich glaube nicht, dass feines... Nee, 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 hier sind wir. Hier dürfen wir ja sein. Das ist wieder unsere Schaluppe, wo wir hin müssen.
Alles klar, ab nach Pokis. Da waren wir ja schon mal. So, hier wird easy am Strand abgehangen. Ist ja auch mal schön. Schiffsruf. In Häfen einiger Städte kannst du ein Schiff zu dir rufen. Ich habe keine Ahnung, wie das hören, aber solange es geht, ist das okay. Und wir haben noch ein Auftragsbrett. Alles klar, es tut mir leid. Ihr wisst, dass es sein muss. Blut, Schweiß und Tränen. Spartanische Streitkräfte brauchen Unterstützung in anstehenden Schlachten. Kleine Fäuste des Zorns. Wenn sie die Gelegenheit dazu erhalten, werden spartanische Schwergewichte das Schlachtfeld beherrschen. Wir müssen ihnen diese Gelegenheit verwehren. Aber ich darf doch, ich muss doch keine Kinder töten, oder? Okay. 15 Stunden in Pokis. Ich meine, da kommen wir bestimmt noch hin. Was ist los, Kleiner? Achso, ich wollte gerade mit dem Kleinen interagieren. Wollte fragen, ob alles okay ist, aber offenbar... Was ist das denn da für ein Zeichen? Ist das unser Schiff, oder... Nee. Reden. Chere, kann ich dir irgendwie zur Hand gehen? Du segelst mit Barnabas an Bord der Adrastea. Woher weißt du das, Fremder? Einst stand ich an seiner Seite, bis mir ein dreckiger Pirat seine Klinge in den Rücken stieß. Jetzt kann ich kaum aufrecht stehen. Ich wurde durch dich ersetzt. Was? Stimmt doch gar nicht. Tut mir leid, von deiner Verletzung zu hören. Ich wusste nicht, dass ich jemandes Platz einnehme. Das Schlimmste ist, dass ich immer davon geträumt habe, mit meinem Sohn zu segeln. Aber wegen meines Rückens kann ich nicht einmal genug Holz sammeln, um ihm eine einfache Feluke zu bauen. Das heißt also, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede Drachme würde helfen. Na komm. Bitteschön. Haben wir gemacht. Ich weiß nicht, was es bringt. Quest abgeschlossen, Arbeitsunfall, okay. Erfahrungspunkte, 55 Drachmen, 735, cool. Das mache ich gerne, ist ein guter Tausch. So, 100 Meter dahin. Ich sprich mit Barnabas, na klar, aber jetzt... Ich guck mal ganz kurz. Piratenleben haben wir hier. Kopfgeld für einen Banditen, Blut, Schweiß und Tränen. Gewinne Schlachten für die Spartaner in der ganzen griechischen Welt. Hätte ich das nicht vorher haben können? Töte spartanische Schwergewichte in der ganzen griechischen Welt. Ich soll für die Spartaner gewinnen, aber auch spartanische Schwergewichte töten. Okay, die Quest hält ja an. Schattentruppen, weiß ich nicht. Kopfgeld für einen Banditen. Das würde ich vielleicht noch schnell mal machen. Das wird wahrscheinlich in der Nähe sein. Hält auch nicht mehr so lange. Ich glaube, diese Kopfgelddinger, ne, die sollte man nicht mehr annehmen. Weil ich glaube... Ich glaube, die kommt immer wieder. Das sind so endlos Dinger. Hab ich so das Gefühl. Das sind einfach irgendwelche random Banditen und dann kannst du, glaube ich, komm schon, Ewigkeiten nicht dran festbeißen. Kann man machen, wenn man will, wenn er mal langweilig ist oder wenn man was zu tun braucht, aber ich glaube, auf Dauer lohnt sich das nicht. Kostet nur viel Zeit. So, hier ist gefestigt. Megaris ist jetzt gefestigt und ich frage mich, ob wir es jetzt auch wieder umdrehen können. Wenn wir hier die Vorräte wegbringen, wegbrennen und so weiter. Okay. Cool. Ja, Befehlshaber ausschalten. Besonders wachsam sein. Darf ich nicht hier sein? Ich bin doch auf eurer Seite. Tag, Freunde. Okay. Gut. Elite-Gegner. Ja, klar. Dann wissen wir zumindest schon ho mal Bescheid. So, wir kommen dann später nochmal zurück. Aber es ist gut zu wissen, dass wir auf niemandes Seite stehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir bringen einfach die ganzen Kriegstreiber um und am Ende überleben einfach die Bürger, die leben wollen. Also die in Frieden leben wollen, das meine ich. Wie wäre denn das? So, die haben sich ein schönes Eckchen ausgesucht. Da kann man nicht einfach so hin. Ein Uferlager der Banditen.
Hier ist ja eh niemand, oder? Hier ist ja niemand. Ich gebe mir ja Mühe, nicht erkannt zu werden oder nicht gesehen zu werden. Okay, hier ist ein Schätzchen. Und da ist auch noch eins. Hier bestimmt auch noch irgendwo. Unter Wasser, nicht? Ja, da hinten ist ja noch was los. Das ist ein Lager. Hier sind aber so wenige. Okay. Ein Schütze. Den können wir, glaube ich, gut brauchen. Vielleicht können wir den ja anwerben. Aber wir sollen den ja ausschalten. Naja, was soll's. Guten Tag. Da ist der Schatz. Das sind nicht viele Banditen. So, den nehmen wir auch nochmal mit. Dankeschön. Und ich würde sagen, den da drüben nehmen wir auch nochmal mit. So. Okay. So, hallo. Dann haben wir den auch. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber hey, wenn wir schon mal dabei sind, können wir theoretisch, also erstens, hier ist schon mal wieder was. Da ist noch ein Lager. So. Dann besuchen wir das Lager, aber... Hä? Schalten die Banditen aus? Die sind noch ausgeschaltet. Hä? Das war gar nicht das Lager. Ach so. Ach, das sind die Banditen. Ach so. Ich dachte, das war das ganz kleine Lager hier gerade. Und ich dachte schon, wie geschenkt war das denn jetzt? Die kämpfen gerade gegen irgendwas. Hier ist niemand. Nein, hier ist niemand. Hier ist niemand. Was jetzt? Ja, guck doch mal nach. Hier ist niemand. Niemand! Niemand! Das ist er. Ja gut, ich meine, der sitzt da natürlich gerade so. Der ist ja quasi auf dem Präsentierteller. Hey. Will mich jemand verschaukeln oder was? Ja. Ich schaukel dich. Ich gebe dir Anschwung. Komm. Mal was ausprobieren. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich bin noch gar nicht da. Ich biete dir ein besseres Leben. Ist das. Komm mit. So, Kopfgeld abgeschlossen. Wo kam das denn her? Die mache ich auch noch alle. Weil wir es können. Und da oben ist noch ein Schatz. Bringt zwar nicht so viel, aber hey. Oh. Hab mir meinen letzten Atemzug anders vorgestellt. Das ist also mein letzter Atemzug. Boah, jetzt übertreib halt noch. Alter, wie der den hier massakriert einfach. Junge, Junge, Junge. Schön filetiert, in Scheiben gelegt und alles. So, Entschuldigung, ich muss mal kurz den Schatz holen. Stör dich bitte nicht an mir. Hab ihm einfach das ein heißes Ohr gemacht gerade. So, verzierter Bogen, alles wieder nur Gelumpe. Ein Griechenstab. Hört sich an wie irgendwas, was schnüffelt.